Moin zu Senran Kagura Birth Renewal. Und ja, es geht jetzt nun weiter. Ich hoffe, es hat euch der erste Part gefallen. Ja, hier haben wir so gesehen die Vorgeschichte von Senran Kagura, wie alles begann. War früher halt ein Sidescroller. Jetzt ist das ja schon so ein 3D-Game geworden, was ich auf jeden Fall sehr gut finde, auch zu dieser momentanen Engine. Und ich bin echt mal gespannt, wie Senran Kagura 7 wird, also der siebte Teil. Mal gucken. So, ja, wir haben jetzt angefangen mit Kapitel 1. Da wurde schon so ein bisschen sowas erklärt und wie das halt so ein bisschen funktioniert. Hier haben wir außerdem auch diesen Modus, den, denke ich mal, kennt ihr ja bestimmt auch, den Frantic. In diesem Modus verlieren wir halt unser komplettes Kostüm. Und in diesem Modus haben wir eine gewisse Power. Heißt also, wir machen dementsprechend mehr schnelle, leichte Attacken und unser Gouge ist auf Max und können einen Instant Burst Finish einsetzen mit L2. Finde ich auf jeden Fall eine sehr coole Sache, weil dieser Modus ist auf jeden Fall auch sehr witzig. Den kann ich euch auf jeden Fall auch mal zeigen. So, ich hatte ja außerdem auch eine japanische Demo euch ja mal vorgestellt gehabt. Ich weiß nicht, das ist glaube ich schon über einen Monat her oder so. Das Spiel sollte eigentlich auch schon Herbst 2018 kommen, wie ich das ja unten schon in der Videobeschreibung reingevermerkt habe, damit ihr euch nicht wundert. Und ja, hier seht ihr außerdem, das mit dem Schwierigkeitsgrad hat sich hier nur nicht geändert, weil das hier noch gar nicht möglich war. Hier kann man jetzt ab hier den Schwierigkeitsgrad ändern. Wir machen einfach mal jetzt nur 2 Sterne, also auf normal. Und irgendwann demnächst werde ich dann auf jeden Fall auf hart machen, soweit ich das einmal alles durchgespielt habe. Ich mache das ja meistens so, dass ich erstmal alles auf normal durchspiele und dann hinterher auf hart. Das habe ich ja sonst auch immer mit den anderen Teilen gemacht. Ja, dann habe ich euch ja erklärt, dass ihr eben halt hier euer Main Shinobi hier eben halt wechseln könnt. Ihr könnt auch jederzeit halt euren Main Shinobi wechseln und die halt dementsprechend leveln. Das war ja bei den anderen Senran Kagura auch der Fall. Hier können wir eben halt nur von der von den Hanzo oder eben halt von den anderen Fraktionen, die auswählen, die Charaktere. Es gibt auch weitere spielbare Charaktere per DLC, die noch kostenlos sind, die euch dann eben halt herunterladen könnt. Dann gibt es halt welche Top Secret File, das sind eben halt die Sammel-Items, die es demnächst gibt. Da werde ich auf jeden Fall auch mal sonst ein Video dazu machen, mal gucken. Was ich überlegt habe, ich wollte auf jeden Fall wieder eine Menge Videos machen, wie auch bei Astroworld Versus und halt bei Beach Beach Splash. Ja. Gut, Leute, dann fangen wir auf jeden Fall an der Stelle weiter an. Ich freue mich auf jeden Fall besonders drauf, weil wieder einen neuen Senran Kagura euch vorzustellen. Zwar ist es jetzt nur die Anfangsgeschichte, aber ich finde es dennoch sehr, sehr cool und auch interessant, was alles vor Astroworld Versus. Ich bin wieder in Aktion mit Asuka, also meine Waifu Shinobi. Hört man ja bei mir. Hier habt ihr ja auch jetzt die Wahl auch in Frantic. Das gehen wir jetzt, denke ich mal, einfach mal so. Komm, machen wir.
Finde ich auf jeden Fall ein sehr cooles Feature. Sehr interessant. So, ich habe auch noch eine Trophy dafür. Weil wir ja auch mal schon mal alles soweit gezeigt haben. Ihr seht jetzt, wir sind jetzt instant in Burst Mode. Ihr seht auch, die Light Attacks sind viel, viel schneller. Oh, zwei neue Upgrades haben wir bekommen. Okay. Auch die Kampfmusik finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr cool gemacht. Ach, guck mal. Neue NPCs. Sehen ja sehr witzig aus. So, jetzt können wir unsere Vitality einsetzen. Sehr schön. Ja, eine Menge Fanservice auch wieder mit dabei, wie man das halt kennt. Ach ja, Yuri. So, dann gehen wir mal wieder zurück zum Ninja Realm. So, hier können wir eben halt den entsprechenden stylen. Hier sehen wir eben halt, hier könnt ihr eben halt auswählen, was ihr eben halt geben wollt. Sprich halt auch an Unterwäsche etc. Gibt es auch immer wieder eine Menge Auswahl. Haben wir das denn? Das? Genau, wie die halt wieder im String haben. So, wieder zurück. なんで喧嘩をしていたのですか?
私でよければ仲裁させていただきますが、最初はみんな楽しく話してたんです。帰りに何を食べようかって。そしたらみんな食べたいものが違って喧嘩になっちゃって。そういうことですか。それで皆さんは何を召し上がりたいのです。私が太巻きで、カツネがラーメン。Oh, Futomaki. Sie liebt ja sehr an Fukumaki. Schmecken sehr, sehr lecker. Ja, diese Rollen mit, so wie man das ja von Sushi kennt, so eine längere Rolle halt. Onigiri schmeckt auf jeden Fall auch sehr gut. Kann man auch mit gefüllten. Ramen sind auf jeden Fall auch super. Oder solche schicken Sticks. なるほど。不良の方々が暴れているからですか。商店街の営業妨害を黙って見過ごすわけにはいきませんね。Aber Ramen sind sehr, sehr lecker. Habe ich auch schon mal in Düsseldorf gegessen. Bei Takumi. Da muss man sie sogar auch anstellen, in den Springen. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr schön, mal Erlebnis zu machen. Oh, wir spielen jetzt Ikaruga. Die sind schon sehr lange Samurai-Schwert. Erinnert so ein bisschen so von Sephiroth aus Final Fantasy. Auch wieder ganz anderen Spielstil. Sehr, sehr coole Samurai-Stil, so gesehen. Oh, nicht mehr getroffen. Hat er noch eine gute Reichweite mit ihr Schwert? Okay, wenn sie manchmal welche Attacken vorbei sind, dann sind wir erst in der Zeit, können wir nicht ablocken. Also sie steckt immer wieder ihr Schwert da so stilvoll rein. Oh, hier, wir Heilung bekommen wieder. Es gibt auch so welche Heil-Items oder dementsprechend aus welche Sachen, wo wir schnell unser Burst-Level kriegen. Mach die schon wieder. Sehr cool. これでみんなが食べたいものを買っていけますね。ちゃんと全員分買ってきましたよ。やった！その上で私なりに調理してみました。え？名付けてスルメラーメン太巻きエディションミーツスイーツ。やっぱりみんな友達ですし。同じものを食べるのがいいと思いまして。これはなんて表現すればいいのか。でもせっかくイカルガさんが作ってくれたんだし、ここは思い切って、ヤムヤムヤムヤムヤム。あれ、これは
外といけます。そうでしょうそうでしょう。だけどやっぱり普通の太巻きが食べたかったです。あら、この評価なら妥当ですね。So, die nächste Mission haben wir erfüllt. Dann gehen wir mal zu der nächsten Mission. Wir haben ja noch Zeit. Ja, ich möchte euch jetzt so gesehen pro Tag euch immer so soweit zwei Parts raushauen, damit ihr noch hinterherkommt. Ach ja, die Aska. Er liebt sie. Mhm. Die wollen wohl in Aska verliebt. どうしたの？アスカちゃん、お昼食べないの？なんかあったの？いや、その、知らない男の子に告白されちゃって。ひばり、驚きです。男か。私も興味があります。話から察するに、そのお相手は他校の野球部の生徒というところでしょうか。メジャーリーガーかよ。アスカ、こりゃいい物件を手に入れたな。そうなの？そうだよ。アスカ
が女子アナか芸能人にならないと彼と釣り合い取れなくなるぞ。野球ってあの速い球を打つあれのこと？プロ野球選手は忍びをやっても一流になれるほどのアスリートです。すごい、野球選手は手裏剣を刀で打ち返すこともできるんだね。わお。Aber eigentlich macht das Sinn, klar. Wenn er jetzt ein Schwert hätte, dann kann er als Baseballspieler wäre es ja so nice, da kannst du so Shuriken oder so ablocken oder so, ne? Aber die verbinden immer sehr viel so mit den Linear-Zeugs. わかってるって、それぐらい。Futomaki-Rollen. Ach, der Typ wieder. Stalker. Stalker. Ich habe die Stalker. Ich habe die Stalker. Ich habe die Stalker.より多く練習したいんです。俺にとって野球は特別だから。あの俺は鈴木って言います。鈴木、あなたの名前を聞いていいですか？鈴木くん、名前も知らない相手に告白したの？あ、いや、それは俺、一目惚れに近かったもので。私はアスカ、よろしくね。アスカさん、こんなこと言うのもあれなんですが、もしよかったらこの間の返事を。この間の返事？俺と付き合ってもらえますか？なんて困りますよね。そんなことを知らないやつに言われても。だから俺のことを知ってくれると嬉しいです。週末に試合があります。もしよかったら見に来てくれませんか？
Sushi-Chef. Grandpa. Hanzo. Ja, rein zufällig ist ihr Großvater, hat den Namen Hanzo. Der hat eben halt auch die Hanzo-Akademie. Dementsprechend auch denn hier die Shinobis. Die neben Lernen auch mit sowas dann betraut werden. Ja, ein legendärer Shinobi. Sushi, Sushi. Wer weiß, wie er die Mädels schwach machen kann. Oh, Asukas persönliche Schwäche, Futomaki-Rollen. Ah. Das sieht schon echt cute aus bei ihrem Mund. Diesen Art Hamstermund oder so, das finde ich immer voll cute. Ja, die haben immer sehr viel zu erzählen, wenn der Shinobi-Meister da ist. Ich hab das ja so gefeiert, wo auch diese Senran Kagura Outfits bei Dead or Alive gab's.
Da hatte sogar auch Kazumi das Outfit oder den Style von Asuka. Das fand ich schon sehr cool. Also es gibt auch gewisse Kollaborationen so ein bisschen mit drin. Aber hat auch Senran Kagura eine Menge, also wenn man jetzt bei den Games mal schaut, haben die auch immer sehr viel von Dead or Alive oder von anderen Games, dementsprechend Outfits und sowas. Würde es auch wieder feiern, wenn hier zum Beispiel wieder von Neptunia Outfits geben würde. Nie Automata wäre auf jeden Fall auch eine coole Sache. Zum Beispiel von Tobi. Wenn die das hier, also hier haben die auch wieder eine Menge Auswahl, die sie wieder hier reinfügen können, also an Sachen für das Spiel hier. Und die wollten diesen Teil hier nochmal für die PS4 rausbringen, um nochmal auch die Vorgeschichte zu Senran Kagura zu erfahren. Finde ich auf jeden Fall auch nicht schlecht, besonders wenn sowieso irgendwann das weiter fortgeführt wird mit Senran Kagura 7, also mit dem siebten Teil. Wurde dementsprechend ja schon angeteasert bei Beach Beat Splash. Immer sehr, sehr viel Text bei solchen Japano-Games. Aber somit kommt ihr auch ein bisschen so hinterher, auch so selber mit der Geschichte, wie alles begann und. Dennoch interessant, um auch da wieder was zu erfahren. Aber wir haben auf jeden Fall auch genug Kämpfe, die wir noch überstehen müssen und die noch kommen werden. ありがとうね。 So, jetzt haben wir auch eine ausführliche Erklärung und nochmal soweit dazu noch bekommen. Schwert und Schild. Oh, 18 Strikeouts. Suzuki-kun mo ganbatte ne. Ach, wie süß. Ja, das hier ist nun sauer.
Okay, let's go. Die Mission machen wir noch hier zu Ende, Leute. Wird mal ein bisschen längerer Part. Aber für den Abend, denke ich mal, wenn ihr sowieso nichts, vielleicht irgendwas Großartiges vorhabt, passt das ja eigentlich, denke ich mal. Aber es sollte auch erstmal genügen, soweit mit den zwei Parts. Sprich erstmal soweit von Story und alles so. An Content-Futter. Die sehen ja auch echt creepy aus mit dem Messer. Ah, okay. Gucken wir mal hier. Top Secret Fire. Okay, hier haben wir schon eins gefunden gehabt. Lässt sich jetzt nicht vermeiden, aber ich denke mal, ich kann auch dennoch die Position nochmal so zeigen, denn. Okay, die String hat sie auch an. Hat es also übernommen. Gut. So, gleich können wir wechseln. Oder? Können wir jetzt? Ah, noch nicht. So. Transformation, let's go. Sieht echt nice aus. Aber manche Ortschaften kennen wir hier auf jeden Fall von den vorherigen Senran Kagura. Oh ja, nice. Die Twister Blaze. Level up. Drei Upgrades. Da haben wir den dritten Upgrade, je nachdem, muss ich mal schauen. Nix da. Sieht echt komisch aus. Nice. Und tschüss. Da muss man erstmal wieder richtig reinkommen, so in den Spiel. Das war ja immer sonst der Fall. Aber wenn man erstmal wieder voll drin ist, dann geht das an sich auf jeden Fall. Und dann natürlich auch dementsprechend den anderen Schwierigkeitsgrad zu machen, also sprich hart. Ich denke mal, dazu werden es auch wieder Trophies geben. Ich habe ja auch Asteroid Versus und Beach Beach Splash auch auf Platin gespielt gehabt, die beiden Senran Kagura Spiele. Ich denke mal, der hier wird auch wieder sonst der Fall sein. Mal schauen. Dann müssen wir sowieso wieder eine Menge Sachen machen. Ah, Homura. Da sind wir jetzt auf Level 3. Sehr gut.
Ah, es gibt also hier jeweils auch drei oder sogar mehr Top Secret Files, die man eben halt in den Instanzen finden muss. Okay. Gut, dann danke ich auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Und ja, ich würde mich über euer Feedback freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal wieder zu einem anderen Kagura. War auf jeden Fall echt sehr, sehr cool. Mal sehen, was hier so alles im Shop noch so zu erwerben ist und wie es auf jeden Fall auch wieder mit der Story weitergeht. Aber man kennt das ja eben halt, dass man erstmal auch reinkommen muss. Das war ja auch nicht immer erst, dass es alles so gleich funktioniert hat, genauso wie bei Astro Versus oder halt, wo es wiederum anders war mit Beach Beach Splash. Naja, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass wieder ein neuer Senran Kagura-Teil draußen ist und ja, es werden auf jeden Fall auch noch viele weitere Sachen noch hier kommen dazu. Ich denke mal, auch DLC-mäßig mal sehen, was da alles noch kommen werden. Ja, ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein.